Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Systemtreff und zwar mit dem Gaming-PC AMD Ryzen 5 9600X. Das hier sind nur weitere Specs für 1159,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von Markus bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist leider teilweise fake. Also der CPU-Kühler stimmt, den hatte ich selber auch schon bei mir zu Hause im Test, habe auch ein Video darüber gemacht, findet ihr auf meinem Kanal. Das Gehäuse, das passt auch, das ist so eine Eigenentwicklung von denen. Die Lüfter, die passen tatsächlich auch, die kenne ich auch, die habe ich auch mal vor Ort gesehen, weil ich habe den Laden mal besucht, genauso wie ich auch schon mal Krotos und so besucht habe, um mir einfach mal vor Ort ein Bild zu machen und die Lüfter habe ich dort halt gesehen. Das Mainboard stimmt leider nicht. Es ist ein Full-ATX-Board, zumindest meiner Meinung nach von der Größe her und hier wird ein Micro-ATX verbaut, was bei der Preisklasse ja theoretisch in Ordnung wäre. Es gibt auch gute Micro-ATX-Boards, nur die Thematik ist es halt ein Full-ATX-Gehäuse. Ich finde es halt immer blöd, ihr habt so ein Gehäuse und so ein Board. Ihr kennt mich, ich finde das einfach nicht gut, sieht komisch aus, verloren aus, weiß ich nicht. Der RAM, der könnte einigermaßen passen und die Grafikkarte, ja gut, das variiert halt, das ist sowieso nicht festgeschrieben. Also es sieht grob so aus, aber das Board wird kleiner sein. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das Systemtreff Gaming Mid-Tower Air Force GT1 Schwarz. Die Thematik ist, da das so eine Eigenentwicklung von denen ist, die auf dem Markt nicht verfügbar ist, halt nur bei denen, wenn ihr einen fertigen PC kauft, nehmen wir jetzt als Alternative das Funtex XT Fuse Satin Black Schwarz Glasfenster. Das bringt nämlich auch schon zwei Lüfter an der Seite mit und einen im Heck und dann habt ihr ja nur noch den CPU-Kühler drauf und dann sieht es ungefähr gleich aus. Auch so ein Aquariumgehäuse mit so einer Kiste unten drin. Deswegen einfach nur als Referenz. Und das wird vom Airflow schon gehen. Also hier kommt die kalte Luft quasi rein an der Seite, geht dann durch den CPU-Kühler, ein bisschen Wärme steigt natürlich auch nach oben. Oben könnte man theoretisch auch noch Lüfter einbauen, sind jetzt hier nicht mit dabei. Ja, und hinten wird warme Luft auch noch rausgeblasen, das passt schon. Aber wie gesagt, das hier als Alternative. Und das kostet 84,90 € bei caseking.de. Das erste Mal auf diesem Kanal, der AMD Ryzen 5 9600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS. Sofern ihr nur zwei Regeln benutzt, könnt ihr auch 6000er nehmen, ist sogar hier so eingebaut. Der Prozessor reicht dicke zum Zocken. Zum Streamen bin ich immer noch der Meinung, nehmt lieber einen 8-Kerner, ihr habt noch viele weitere Programme offen, die können sich dann die Kerne so ein bisschen teilen, aber wenn ihr nur daddeln wollt, okay, ein 6-Kerner ist in Ordnung. Den könnt ihr leistungstechnisch circa bei einem 7700er Ryzen ansiedeln, ohne X. Der Unterschied ist halt, dass der 7700 Non-X nochmal 2 Kerne mehr hat, deswegen im Multicore unter Cinebench zum Beispiel unter Volllast noch ein bisschen stärker ist als der 9600X. Dafür ist der 9600X 5% schneller, laut diesen Benchmarks hier, gegenüber dem 7700. Deswegen, das bringt euch dann schon mehr. Ist ja eine Gaming-Kiste. Ich weiß ja nicht, was ihr damit so machen wollt. Aber fürs Zocken ist der tatsächlich besser als der 7700er. Und bei der Produktivität natürlich durch die zwei Kerne mehr liegt der 9600X ein bisschen dahinter. Nicht allzu viel, weil der hat auch eine höhere Taktrate. Ihr wisst, was ich meine. Also zum Zocken ist es eigentlich eine gute Wahl. Und eigentlich brauche ich es nicht dabei zu sagen, aber ist halt die aktuelle Serie von AMD. Und der kostet 246,89 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Systemtreff ITS Raven Prozessor-Kühler. Wie gesagt, habe ich selber schon getestet, kann realistisch so roundabout 180 Watt abtragen, reicht also ganz dicke für diesen Prozessor. Wir nehmen jetzt als Vergleichswert diesen hier, ja, der von Systemtreff leuchtet nicht, der hier leuchtet, aber wir wollen ja nur einen Preispunkt haben. Ich möchte euch nur damit sagen, dass er halt völlig reicht. Ne, habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich meine, wir haben hier eine TDP von 65 Watt. Selbst wenn sich der Prozessor 100 reinschrauben würde, 180 schafft der Luftkühler. Und der kostet 24,89 € bei csvdirekt.de. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming A620M plus AM5. Also ich meine, der A620-Chipsatz, ja, reicht theoretisch, gefällt mir aber nicht. B650 hätte ich da lieber gesehen und ein Full-ATX-Board.
Ansonsten haben wir zumindest seitlich hier gekühlte Spannungswandler, hier oben leider nicht. 4 RAM-Bänke, hier kommt eine SSD rein, hier könnt ihr noch eine zweite SSD verbauen. Hier die Grafikkarte, den Slot könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil der halt von der Grafikkarte überdeckt wird. Aber den unteren könntet ihr theoretisch benutzen für eine Capture-Card oder eine WLAN-Card oder sonst was. Apropos WLAN, bringt das Board leider nicht mit. Deswegen sage ich WLAN-Karte. Denn wir haben hier Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, PS2-Anschluss werdet ihr nicht benutzen, Netzwerkanschluss, okay, falls ihr kein WLAN braucht, könnt ihr den halt nehmen und dann habt ihr halt noch die Onboard-Grafikanschlüsse, die ihr theoretisch nutzen könntet, lasst es, nimmt die Anschlüsse der Grafikkarte, ist nur ganz nett, falls man mal ein Bild ziehen muss, wenn die Grafikkarte irgendwie einen Hau hat. Also ausstattungstechnisch von den Anschlüssen her, mir wird es nicht reichen, das Thema hatten wir beim letzten Video schon, 6x USB finde ich einfach zu wenig, gerade wenn es noch 2.0 Anschlüsse sind, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Habt ihr eine externe Festplatte und wollt darüber Daten hin und her schicken, wird es dann auch schon eng mit der Datenrate. Kein WLAN, kein Bluetooth, weiß ich nicht, muss nicht sein. Und dann ist es halt so ein kleines Board in so einem Case. Hätte einfach was anderes reinwandern sollen. Und das kostet 111,35 Euro bei Snowguard. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 6000 MTS CL30 Kingston Fury Beast Kit 2x 16 GB. Kann ich überhaupt nicht meckern. Top, 32 Gig in dem Preisbereich unter DDR5 ist super, 6000 MTS auch super, CL30 auch super, hat jetzt keine RGB-Beleuchtung, muss euch gefallen, nicht mir, aber technisch gesehen einwandfrei. Und der kostet 110,59 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 7608 GB GDDR6. Und da wir nicht genau wissen, was es wird, nehmen wir die Acer Predator B-Force Radeon RX 7600 OC 8 GB. Wenn ihr irgendwo OC lest, gebt da drauf bitte nichts. Meistens sind das nur, wenn überhaupt 2-3%, die Karte dann gegenüber anderen des gleichen Modells schneller ist. Also ich würde da einfach nichts drauf geben. Auch die sehen wir in meinen Videos, denke ich, das erste Mal, deswegen zeige ich euch ganz kurz ein paar FPS-Werte. Wenn ihr weitere Werte wollt, schaut euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Diese Tests hier sind in unterschiedlichen Presets, das seht ihr hier unten an diesem schwarzen Balken, die sind alle in Full HD. Ne, nur, dass er jetzt eine Ahnung hat. Also nicht WQHD, 144 Hertz Monitor und let's go, sondern Full HD. Dafür ist die Karte auch gedacht. Natürlich könnt ihr E-Sports-Titel auch in WQHD, vielleicht sogar 4K spielen. Aber AAA auf gar keinen Fall, weil allein diese 8 GB Speicher euch limitieren. Bei The Last of Us Part 1 in Full HD haben wir 85 FPS im Schnitt, in GTA 5 67 FPS, in Elden Ring auch 60 FPS, bei Guardians of the Galaxy haben wir im Average 92 FPS. Bevor ihr euch wundert, das ist immer diese Zahl hier unten in der Mitte. Hier oben, das ist die aktuelle Anzeige und hier habt ihr immer den Durchschnitt. Bei Witcher 3 sind es immerhin 108 FPS, bei Rust sind es 88 FPS und bei Overwatch 2 mit Custom Settings 462 FPS im Durchschnitt. Es kommt also ganz darauf an, wie ihr die ganze Nummer einstellt. Ich denke mal, diese Custom Settings, wenn ich mir die Grafik gerade so angucke und ich spiele das Spiel jeden Tag, ist nicht auf den höchsten Einstellungen. Man kann jetzt von der Grafikkarte halten, was man möchte. Erwartungshaltungsmanagement, ich finde 8 GB, wie gesagt, einfach zu wenig. Ob das jetzt eine 4060 ist mit 8 GB oder eine 7600, ist relativ Latte. Es ist zu wenig Speicher. Und nehmt lieber noch ein bisschen mehr Geld in die Hand und holt euch eine vernünftigere Grafikkarte. Muss ja nicht High-End sein. Aber das ist selbst für Einstieg in Full HD ein bisschen meh. Aber in dem Preisbereich passt es halt einigermaßen gut rein. Und die kostet 229 Euro bei 0% Shop oder Notebooks billiger. Das Netzteil ist ein 650 Watt MSI Mac A650BN 80 Plus Bronze. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Also erstmal 650 Watt reicht dicke für das System. Da könnt ihr hinterher sogar noch ein bisschen aufrüsten. Bronze-Netzteil. Selbst wenn das nur ein 1100 irgendwas Euro PC ist, muss nicht sein. Für mich persönlich ist der Standard der Goldstandard. Bronze bei einem 600 Euro PC, 700 Euro PC, jo, können wir drüber reden, kein Thema. Bei über 1000 Euro sehe ich das einfach nicht mehr. Ich meine, das ist jetzt kein China-Böller. Das Ding, das fliegt euch nicht um die Ohren, aber ist halt ineffizient. Die Thematik ist halt auch, wir hatten schon Systeme für etwas über 1000 Euro, die schon den ATX 3.0 Standard hatten in dem Netzteil, wo auch schon der 12 Volt High-Power-Anschluss dabei war, obwohl ihr den gar nicht brauchtet für die Grafikkarte, die verbaut war. Hätte man hier vielleicht noch machen können. Wäre im Aufpreis mit Sicherheit auch noch drin gewesen, seht ihr aber gleich. Und das kostet 51 Euro bei Miyoga. Die SSD ist eine 1TB M.2 SSD MSI Spatium M450 PCI Express 4.0. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3600 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde, 1TB und die Geschwindigkeit völlig in Ordnung in diesem Preissegment. Muss nichts Schnelleres sein, muss auch nicht größer sein. Wenn ihr natürlich mehr braucht, konfiguriert es euch um, weil ich persönlich finde, 1TB
Je nachdem, wie viele Spiele ihr habt, wenig. Aber in dem Preisbereich passt halt gut rein. Und die kostet 59 Euro bei Mindfactory. Windows 11 64-Bit Pro haben wir auch noch mit dabei. Aktuellstes Betriebssystem installiert und auch aktiviert. Und das kostet 37,35 Euro bei IT Hardpulse. Was hier noch ganz nett ist, ihr habt 3 Jahre Garantie. Nicht selbstverständlich, die meisten geben 2 Jahre, sage ich immer wieder dabei. Und 30 Tage Rückgaberecht oder Aufpreis. Ja, okay, aber die 3 Jahre Garantie, die sind schon nicht schlecht. Werden realistisch gesehen bei anderen Systemintegratoren, die grundsätzlich nur 2 Jahre anbieten, so mit 60 bis 70 Euro Aufpreis, ja, beaufschlagt, wenn man so möchte. Also das müsst ihr dann mehr zahlen. Ob ihr das jetzt hinterher abzieht oder nicht vom Gesamtwarenkorb, überlasse ich euch. Und dann wären wir auch schon mit dem Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler als Alternative, das Gehäuse als Alternative, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 954,97 Euro. Und das System kostet 1159,90 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von ca. 200 Euro. Das ist keine krasse Abzocke oder so, aber finde ich persönlich in diesem Preisbereich ein bisschen viel. Die Problematik dabei ist, ich saß die letzten Tage mit einigen Mods und Beratern und so weiter von unserem Discord, also wenn ihr einen PC braucht oder was oder eine Liste, könnt ihr euch von denen beraten lassen. Mit denen saß ich im Voice. Und wir hatten mal allgemein geguckt bei Krotos, bei MyPC, bei Dubaro, wir hatten auch bei Memory-PC geschaut und so. Es gibt nichts Vergleichbares von der Konfiguration her. Man kann jetzt natürlich hergehen und dort PCs konfigurieren. Wenn ihr aber anfangt, egal bei welchem SI, frei zu konfigurieren, wird es automatisch immer sehr, sehr teuer. Deswegen steht dieses System relativ alleine da. Natürlich gibt es welche mit einem 7500F und der Grafikkarte oder eventuell mit einem 9600X, aber dann haben die schon irgendwie eine RX 7700 oder sonst was da drin, whatever. Aber das so findet ihr vorkonfiguriert jetzt gerade irgendwie nicht. Es kann natürlich sein, wenn das Video jetzt noch geschnitten wird, hochgeladen wird, pipapo, gehen noch 2-3 Tage ins Land, dass dann irgendwo so ein Angebot auftaucht und ihr das dann in die Kommentare postet. Okay, könnt ihr gerne machen. Stand jetzt habe ich einfach nichts gefunden bei den gängigen SIs. Zumindest nichts, was man nicht irgendwie umkonfigurieren müsste. Deswegen würde ich so erstmal sagen, wer unbedingt einen Ryzen aus der 9. Generation will, also hier den 9600X und auch eine AMD-Grafikkarte, der kann das System theoretisch kaufen. Das Mainboard ist mir irgendwie, weiß ich nicht, zu klein, ja? Von den Anschlüssen auch zu wenig und ansonsten stimmen aber die ganzen technischen Daten. Der RAM ist gut. Gut, das Netzteil ist ein Bronzenetzteil. Auch wieder so eine Geschichte. Die SSD ist in Ordnung. Der Kühler ist in Ordnung. Das Gehäuse ist in Ordnung. Die Lüfter, die dabei sind, Airflow ist gegeben. Ist alles fein. Aber ja, ist halt, steht gerade konkurrenzlos da und ich habe keine Alternative für euch. Ich hätte jetzt natürlich theoretisch bei MyPC das wieder anfragen können oder bei ML Computers oder sonst was. Die hatten sich auch schon gemeldet. Die haben gesagt, wir können auch gerne mal Alternativen anbieten. Aber dafür ist die Config auch ein bisschen quatschig. Ich käme halt mit dieser Grafikkarte nicht klar. Mit, weiß ich nicht. Dann nehme ich einen etwas älteren Prozessor und dann die Grafikkarte, spare dann aber auch nochmal irgendwie 100, 150 Euro. Ihr versteht schon. Also abschließend zu sagen, leider ein bisschen teuer, aber gerade konkurrenzlos im Markt. Von daher, überlegt es euch. Abgezockt werdet ihr nicht. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.